Da diese Ungleichung nicht ersten Grades ist, werden wir zu ihrer Auflösung eine Zeichentabelle erstellen. Eine Zeichentabelle erstellen bedeutet, alles mit Null vergleichen. Deshalb setzen wir zuerst diesen Bruch links rüber, damit rechts die Null steht. Und der linke Teil dieser Ungleichung muss jetzt noch faktorisiert werden, um eine Zeichentabelle erstellen zu können. Um diese Summe zu faktorisieren, machen wir alle Brüche gleichnamig, ist gemacht. Hier haben wir unten und oben mit 2 multipliziert. Hier haben wir unten und oben mit x minus 2 mal x plus 2 multipliziert. Und hier haben wir unten und oben mit 2 mal x plus 2 multipliziert. So haben wir überall denselben Nenner und können somit die Zähler addieren. Der Zähler ergibt x² minus 2x, alles andere entfällt, und der Nenner, das ist 2 mal x² minus 4, also so. Unsere Ungleichung ist somit vorbereitet, um eine Zeichentabelle erstellen zu können. In dieser x-Zeile setzen wir die besonderen Werte von diesem Bruch ein. Die Nullstellen vom Zähler, das sind 0 und 2, und die Nullstellen vom Nenner, das sind minus 2 und 2. Diese Werte tragen wir in dieser x-Zeile in aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts ein, ist gemacht. Dieses Binom zweiten Grades wird 0 bei 0 und 2, also setzen wir da Nullen hin. Außerhalb dieser zwei Nullen setzt man das Vorzeichen von der Vorzahl von x², also Plus, und dazwischen das entgegengesetzte Vorzeichen, das heißt Minus. Dieses Binom zweiten Grades ist 0 bei minus 2 und bei 2, deshalb setzen wir da Nullen hin. Außerhalb dieser zwei Nullen setzt man das Vorzeichen der Vorzahl von x², also Plus, und dazwischen entgegengesetzt, also Minus. Jetzt die Schlussfolgerungen für diesen Bruch. Aber ehe wir die Schlussfolgerungen schreiben, sind wir vorsichtig und tragen diesen Bruchstrich in unsere Zeichentabelle ein. Warum machen wir das? Weil zum Beispiel, wenn x minus 2 ist, dann ist dieses Binom streng positiv und dieses Produkt ist 0. Und der Bruch sagt, positiv geteilt durch 0. Aber durch 0 kann man nicht teilen. Das heißt, wenn x minus 2 ist, dann existiert dieser Bruch nicht. Und hier setzen wir also einen Schrägstrich hin. Also, Vorsicht, wenn x 0 ist, dann erhalten wir 0 geteilt durch eine streng negative Zahl, das heißt 0. Aber wenn x 2 ist, dann haben wir wieder 0 geteilt durch 0. Da man durch 0 nicht teilen kann, setzen wir hier einen Schrägstrich. Wenn x 2 ist, dann ist dieser Bruch nicht definiert. Links von minus 2 erhalten wir pos geteilt durch pos, das heißt pos, ein Plus. Zwischen minus 2 und 0 haben wir pos geteilt durch neg, das heißt neg, Minus. Zwischen 0 und 2 haben wir neg geteilt durch neg, das heißt pos, da gehört ein Plus hin. Und rechts von der 2 erhalten wir pos geteilt durch pos, also pos, da gehört ein Plus hin. Gefragt wird, wann ist dieser Bruch streng positiv? Streng positiv ist er da, da und da. Wir markieren diese drei Felder in grün. Und jetzt fahren wir einfach diese drei grünen Felder senkrecht nach oben bis zur x-Zeile hin. Also so. Wir deuten, wenn x sich da, da oder da befindet, dann ist dieser Bruch effektiv streng positiv. Also ist die Vereinigung von diesen drei grünen Feldern die Lösungsmenge dieser Ungleichung, also gleichzeitig die Lösungsmenge dieser Ungleichung. Wir schauen, es geht von minus unendlich bis minus 2. Die Zahl minus 2 ist aber ausgeschlossen, weil sie nicht grün hinterlegt ist. Dann geht es weiter von 0 bis 2. Die 0 ist ausgeschlossen, die 2 auch.
weil beide Zahlen nicht grün hinterlegt sind. Und dann geht es weiter von 2 bis plus unendlich. Die 2 ist ausgeschlossen, weil sie nicht grün hinterlegt ist. Wir haben die Lösungsmenge unserer Ungleichung gefunden und somit ist diese Übung beendet.